Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Moin Moin, hier ist der Achim aus Graz und das hier ist der Geek Talk Daily für den Nikolaus, für den 6. Dezember 2016. Und ich habe ein paar Themen und im Endeffekt kann ich die alle unterschreiben mit Amazon und Auto, also A und A. Ja, also Amazon Go, ganz, ganz großes Thema. Amazon hat einen eigenen Supermarkt aufgemacht, wo man nicht mehr zahlen muss, also nicht an der Kasse jedenfalls. Dann habe ich noch Amazon Launchpad. Das ist eine Initiative, die von Amazon jetzt nach Indien kommt. Microsoft stellt den Home Hub als Konkurrenz zum Amazon Echo vor. VW hat eine neue Marke vorgestellt. Und BMW lässt bald Autos durch die Münchner Innenstadt fahren. Das sind meine 5 Themen für heute. Fangen wir mit dem Großen an. Amazon Go. Amazon testet jetzt wirklich einen Supermarkt, wo man nicht mehr zu zahlen muss. Den dürfen jetzt wohl Angestellte von Amazon testen. Also sprich, man geht rein, man packt sich die Sachen in die Tasche und geht raus. Fertig. Also es wird das Gesicht gescannt und daran ist dann ja irgendwas verknüpft und dann wird direkt abgebucht. Tja, so in der Theorie. Das testen die jetzt und dann bin ich mal gespannt, wann die das wirklich ausrollen in den Großstädten und ob das auch angenommen wird. Denn ist natürlich ein bisschen Kontrollverlust. Also ich packe ein, ich gehe raus, habe mir den Preis vielleicht gemerkt. Ich glaube, da werden auch gerade die Deutschen wieder ganz große Bedenken haben. Hingegen Amazon Launchpad, das kennen gar nicht mal so viele. Das ist eine Plattform, wo Amazon Startups die Möglichkeit gibt, ihre Produkte zu vertreiben und bewerben zu können. Ja, und die kommen jetzt nach Indien mit 400 Startups, von denen 25 aus Indien sind und geben da halt so ein bisschen Anschubhilfe für die Startups. Ein ganz gutes Thema, das viele bei Amazon gar nicht auf dem Schirm haben. Ja, immer so generell mit dem Echo, das haben schon mehr auf dem Schirm, der wird ja immer noch ausgeliefert. Ich habe immer noch keine Bestätigung bekommen, dass ich bestellen darf. Also Amazon, ihr wollt mein Geld? Ja, dann gebt mir auch eine Bestätigung. Ja, mittlerweile überlege ich schon, ob ich nicht zu Google wechsle, zum Google Home Konkurrenzprodukt. Aber jetzt will auch Microsoft noch mitspielen. Mit dem Microsoft Home Hub wird Windows 10 aufgebohrt. Also die stellen einem keine Box hin, sondern es wird ein Update für Windows 10 geben, wo dann der Home Hub drin integriert ist, der dann das Smart Home von Windows 10 aus steuert und eigentlich jedem, der Zugriff auf den Rechner hat, dann zur Verfügung steht. Was man dann sagen muss, ob man dann Bing Bing sagen muss, das weiß man noch nicht. Ich vermute natürlich auch, dass die Xbox dann bedient wird. Da haben sie dann am Ende doch einen Kasten irgendwo stehen, dann im Wohnzimmer wahrscheinlich und mal gucken, was daraus wird. Auf jeden Fall Smart Home ist anscheinend dann wirklich auch wieder für jeden ein Thema von den Großen. Genauso wie anscheinend auch jede Autofirma jetzt wieder irgendwie was machen muss mit Transportation, Mobility und auch VW. Die haben nämlich jetzt ihre 13. Konzernmarke vorgestellt. Die heißt Moia. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ehrlich gesagt. M-O-I-A. Und die steht für Mobilität. Es geht gar nicht konkret um Autos. Autos ist natürlich schon ein großes Thema logischerweise bei VW, aber die gehen auch davon aus, dass viele Leute gar kein Auto haben und möchten die doch an den Konzern binden und sei es mit Sammeltaxis oder überähnlichen Konzepten, aber die wollen schon wirklich von A nach B, ich gehe raus und ich will irgendwo hin und dann soll Moia mir helfen. Ja, ich bin gespannt, was daraus wird. Erstmal haben sie natürlich eine große Markenpräsentation, neuen Namen und ganz viel, ist jetzt hip und modern und toll. Ja, Elektro ist dann auch die Zukunft. Das ist jetzt nicht so, als ob das jetzt alles nicht schon mal irgendwo erzählt wurde in den letzten 1-2 Jahren. Unter anderem auch von BMW. BMW ist ja auch schon seit längerem mit Elektroautos aktiv und wollen jetzt auch beim autonomen Fahren mitspielen. Sprich halt, Autos fahren von alleine. Und das wollen die 2017 in München testen. Und zwar mit einer kleinen Flotte wirklich von selbstfahrenden Autos. Die sollen wohl einen Fahrer haben, der im Zweifelsfall eingreifen kann. Aber ansonsten fahren die durch München. Und was die dann da genau machen, das müssen die uns auch noch erklären. Ob man die mieten kann, ob man einfach reinspringen kann oder ob die was transportieren. Ich bin da wirklich gespannt. Die scheinen wirklich konkret was machen zu wollen. Die Autos fahren dann auch wirklich ihre 60, 70 Stundenkilometer. Und ich bin gespannt. Audi testet wohl auch sowas Ähnliches in Ingolstadt. Und da wird in nächster Zeit einiges passieren. Das hätte ich persönlich mir jetzt nicht erwartet, weil ich immer dachte, gerade hier so autonomes Fahren in Deutschland, Sicherheitsbedenken, dass das hier schon eine größere Hürde hat. Aber da hat mich ja auch schon Tesla eines Besseren belehrt. Ja, und das waren die Themen.
ganz viel Amazon, ganz viele Autos. Ich bin auch morgen gespannt, weil jetzt hatten wir schon fast jeden Tag. Na gut, ist ja erst der zweite Tag ein Autothema. Von daher, ich wünsche euch einen guten Start in den Tag. Hoffe, ihr hört morgen auch wieder zu und gebt uns gerne Feedback. Geek Talk findet ihr überall, kennt ihr die URLs und der Twitter-Account, der Facebook-Account. Wir sind überall dankbar zu Feedback. Ansonsten auf daily.geektalk.ch. Dort sind auch die Shownotes zu finden und natürlich kann man darunter auch kommentieren. Von daher, ciao, ciao und wir hören uns hoffentlich dann morgen. Der Geek Talk Daily Podcast erscheint täglich von Montag bis Freitag. Anhören kannst du uns via iTunes, YouTube, Soundcloud oder alternativ via RSS-Feed auch über den Podcatcher deiner Wahl. So verpasst du auf jeden Fall keine Folge von uns. Alle Informationen dazu, wie du uns abonnieren kannst, findest du auf daily.geektalk.ch/abonnieren. Sehr gerne darfst du uns natürlich auch über Social Media verfolgen. Dazu facebook.com/geektalk, das über unseren Mutterpodcast oder via Twitter @geektalkdaily. Hört mehr Geek Talk.